Zerstörte Häuser und Straßen, Tausende Verletzte und Tote, Millionen Menschen auf der Flucht. Der Krieg in der Ukraine geht unerbittlich weiter. Der russische Einmarsch hat zu einem Schwenk in der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik geführt. Die Bundesregierung hat wenige Tage nach Kriegsbeginn ein Sondervermögen für die Aufrüstung angekündigt. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen. Bundeskanzler Scholz spricht von einer Zeitenwende. Die gibt es jetzt auch für die Rüstungsbranche, sagt Hans-Christoph Azpodin, der den Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie leitet. Die vollzieht sich im Prinzip in zwei Stufen. Einmal die Bedarfe, die es jetzt direkt gibt, Ersatzteile verfügbar machen von vorhandenem Gerät. Das hat absoluten Vorrang. Und dann die zweite Stufe ist eben das, was in diesem 100 Milliarden Sondervermögen drinsteckt. Das sind im Wesentlichen ja Großprojekte, die schon in der Planung der Bundeswehr enthalten sind. Auch wenn es für konkrete Aufträge noch zu früh ist, die hessische Wirtschaft wird vom Aufrüstungskurs wohl profitieren. Denn hierzulande gibt es etliche Rüstungsunternehmen, größere und kleinere. In Wetzlar zum Beispiel entwickelt der Konzern Hensoldt Visiere und Nachtsichtgeräte. In Limburg repariert die Firma Schüler Wehrtechnik Leopardpanzer der Bundeswehr. Fritz Werner in Geisenheim produziert Maschinen für die Munitionsherstellung. In Fulda produziert Mela Vario System Schutzwesten und Helme für das Militär. In Biebertal entwickelt Schmidt und Bender Zielfernrohre unter anderem für Sturmgewehre. Und in Kassel wiederum arbeiten laut Stadtverwaltung rund 6.000 Menschen für die Rüstungsbranche. Hier sitzen unter anderem Rheinmetall und Krauss Maffei Wegmann, die Radfahrzeuge und Panzerteile herstellen. Rheinmetall hat angekündigt, bis zu 3.000 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen zu wollen, unter anderem am Standort Kassel. Kassel ist das Center of Competence für den Bereich der Radfahrzeuge. Und der Bedarf wird sehr groß sein und davon gehe ich aus, dass Kassel in den nächsten Jahren doch erheblich aufwachsen kann. Die Branche hofft, dass mit der Aufrüstung ein Wandel in der öffentlichen Wahrnehmung einhergeht. Denn der Ruf der Rüstungsindustrie ist nicht der beste. Ein positives Image ist eben schwer zu bekommen, wenn man Produkte herstellt, die Menschen töten können. Wir leiden etwas darunter, dass man oftmals zu Unrecht unsere Industrie in eine negative Ecke gestellt hat und wir sind in erster Linie Ausrüster von Streitkräften und Sicherheitsorganen und ich hoffe, dass das jetzt wieder mehr zum Bewusstsein auch in der öffentlichen Meinung kommt. Ganz unschuldig ist die Branche nicht. Schließlich sorgten illegale Waffenexporte in der Vergangenheit auch mal für Schlagzeilen. Und die legalen Ausfuhren gehen nicht immer an lupenreine Demokratien, etwa im vergangenen Jahr. Insgesamt exportierten die Firmen Rüstungsgüter im Wert von knapp 9,4 Milliarden Euro. Ägypten bestellte für 4,3 Milliarden, die USA für 1 Milliarde Euro, die Niederlande für 0,8 Milliarden, restliche Länder zusammen 3,3 Milliarden Euro. Umstrittene Waffenexporte riefen auch immer wieder Demonstranten auf den Plan, die unter anderem in Kassel vor die Werkstore zogen. Nicht einfach für solch eine ungeliebte Industrie neue Mitarbeiter zu finden. Genau das ist zuweilen der Job von Wolfram Tröger, der in Frankfurt eine Personalberatung leitet. Bei Bewerbern stößt er öfter auf massive Vorbehalte. Schauen Sie sich die Entwicklung der Gesellschaft an, die eher in Richtung umweltschonend, pazifistisch, welche Begriffe auch immer Sie verwenden wollen, geht. Da passt die Rüstungsindustrie in das Bild von vielen nicht so wirklich gut rein. Neben normalen Stellenangeboten arbeiten Unternehmen und Personalberater deshalb öfter mit anonymen Anzeigen. Man lotet zunächst diskret die Haltung der Bewerber aus.
Und da muss man einfach erstmal ein vertrauliches Telefonat führen, muss so ein bisschen warm werden miteinander, muss sich vielleicht mal in einem Videogespräch oder in einem persönlichen Gespräch beschnuppern und dann irgendwann mal Ross und Reiter des Unternehmens nennen. Wird die Personalsuche in Zukunft leichter? Wegen des Ukraine-Kriegs blickt die Öffentlichkeit aktuell wohlwollender auf das Thema Rüstung. Das zeigen Umfragen von Infratest DIMAP. Das 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr halten 65% der Befragten für richtig. 31% sind dagegen. 4% unentschlossen. Die Entscheidung Deutschlands, Waffen an die Ukraine zu liefern, begrüßen 61%. 27% halten sie für falsch, 12% sind unentschlossen. Gerade beim Export steckt die Rüstungsbranche in einem Dilemma. Darauf weist Franz Beitzinger von der Bundeswehr-Universität in München hin. Entscheidungen über Waffenverkäufe würden meist der Industrie zugeschrieben, obwohl die Bundesregierung die Ausfuhren genehmige. Hierzu sollte natürlich auch die entsprechenden Politiker den Mut aufbringen, zu sagen, wie die Dinge wirklich sind. Das heißt, wie die Abhängigkeiten sind. Anstatt oftmals, man sieht bei verschiedenen Exportdiskussionen, den Sündenbock leicht mit Sieb an die Industrie zu schieben. Der Krieg in der Ukraine lenkt die Aufmerksamkeit stärker als bisher auf die Landesverteidigung und eine bessere Ausstattung der Bundeswehr. Die Rüstungsindustrie kann hoffen, dass sich damit ihr Ruf langsam verbessert.